Was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rap Talk bei Doggy3DL. So, Freunde, einer der erfolgreichsten UFC-Kämpfer namens Conor McGregor hat gestern oder vor einigen Tagen, ich weiß jetzt nicht, wann ihr das Video euch anschaut, es ist auf jeden Fall ein kleiner Hype entstanden, Freunde, oder besser gesagt ein riesiger Hype. Und zwar hat er sich einen Song von einem bekannten deutschen Rapper angehört, namens Azad. Sehr viele Portale haben über diesen Vorfall gesprochen. Conor McGregor hat damit eine kleine Welle ausgelöst in Deutschland, Freunde. Und zwar hat er wirklich Azad, würde ich mal sagen, gepusht, würde ich mal sagen, ne? Ich werde euch das Video kurz einblenden, Freunde. So, Freunde, das Krasse an dieser Geschichte ist, ja, er hat sich diesen Text sogar ins Englische übersetzen lassen. Das ist auf jeden Fall krass. So, jetzt würde man sagen, cool, jetzt hat Azad wohl ein bisschen Hype generiert und ein bisschen sich mal wieder ein bisschen nach vorne gepusht, würde man so sagen. In diesem Song ist ein sogenannter Rapper namens Kalo. Und zwar sieht man ja in dem Videoclip von Conor McGregor, dass er die Hook, die in diesem Lied, also sprich dem Refrain, nennt man, glaube ich, ne? Die Hook nennt man Refrain. Sich den Refrain, glaube ich, näher anhört oder besser gesagt sich abspielen lässt und wahrscheinlich denkt, dass dieser Refrain, also der das singt, Azad ist. Aber der in diesem Refrain singt, ist nämlich der Rapper Kalo, Freunde, ja. So, Freunde, der Rapper Kalo hat natürlich sich jetzt dazu geäußert und hat gesagt, erstmal natürlich danke, dass wir zusammen arbeiten durften, aber so tun, als würde ich auf den Song nicht existieren, ist schade. Außerdem hat er in seiner Instagram-Story geschrieben, er denkt wahrscheinlich, das würde wohl Azad schreiben, ja. Also, dass Azad in den letzten Monaten, glaube ich, in der Kritik steht, dass er seine Texte von Animus hat schreiben lassen. Der Rapper Azad hat sich zu diesem Thema jetzt noch nicht dazu geäußert, Freunde. Aber wenn sich da was tut, werde ich das auf jeden Fall nochmal berichten, auf jeden Fall. So, Freunde, das war's mit dem Video. Wie findet ihr dieses Thema zwischen Azad, Kalo und Conor McGregor? Das würde mich mal interessieren. Schreibt mir gerne einen Kommentar, wenn ihr wollt. Ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge Rap Talk. Und ihr wisst Bescheid. Abonniert meinen Kanal, lasst ein Like da und bis demnächst.